Schlechte Manieren kommen in den besten Kreisen vor und Boris Johnson pflegt sein Image als Bad Boy. Das Bild ist in der Welt, hilft gegenüber Paris aber trotzdem nicht. Die Forderung nach Neuverhandlung von Teilen des Brexit-Vertrages stößt auf keine Gegenliebe. Le plus dur de la bande. Ich bin immer so der härteste Knochen der ganzen Bande, aber ich bin einfach nur klar in meinen Aussagen. Ich will, dass wir alle eine Lösung finden, aber Änderungen am ausgehandelten Vertrag wird es nicht geben. Paris und Berlin halten die Reihen gegenüber Johnson fest geschlossen. Das ist vor dem Beginn des G7-Gipfels in Biarritz aber vielleicht schon das Ende der Harmonie. Angesichts der alarmenden Wirtschaft möchte Macron ein europäisches Konjunkturprogramm auflegen. Europa, Deutschland und Frankreich stellen sich die Frage einer Finanzpolitik, die das Wachstum unterstützt, so Macron. Budgetäre Stimulierung nennt es der Staatspräsident, heißt übersetzt Kohle raushauen. Und zwar bei den Ländern, die es sich leisten können, und schaut dabei auf Deutschland mit seiner schwarzen Null. Der Vorschlag einer internationalen Wachstumsinitiative hört sich gut an, aber er darf nicht im Ungefähren bleiben, so die Antwort aus deutschen Regierungskreisen. Die schwarze Null stände aber nicht zur Disposition. Druck auf Berlin kommt auch vom US-Präsidenten. Er fordert eine härtere Haltung gegen den Iran, höhere Militärausgaben und baut kurz vor dem Gipfel auch neue Drohszenarien gegen Europa auf. Wir haben den IS besiegt und halten gerade Tausende ihrer Kämpfer fest. Europa muss sie nehmen, sonst bleibt ihr nichts anderes übrig, als sie dahin zu entlassen, woher sie kamen. Nach Deutschland, Frankreich und ein paar andere Orte. Ruhig wird es also im französischen Biarritz zum G7-Gipfel nicht bleiben. Turbulenzen sind trotz schönem Wetters garantiert.